Es war die größte Ehre meines Lebens, ihr Präsident zu sein. Das hat Joe Biden am Sonntag auf seinen Social-Media-Kanälen geschrieben und hat damit bekannt gegeben, dass er nicht mehr für die Demokratische Partei für das Präsidentenamt kandidieren wird. Er hat stattdessen seine Vize Kamala Harris empfohlen. Doch wer ist Harris? Hat sie das Zeug, Donald Trump und die Republikaner zu schlagen? Und warum hat sich Joe Biden nun doch dazu entschieden, von seiner Kandidatur zurückzutreten? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Kurier-Außenpolitik-Chefin Ingrid Steiner-Gashi. Hallo Ingrid. Hallo Caro. Ingrid, es wurde ja bereits seit längerem vermutet, dass Joe Biden doch noch zurücktreten könnte und nicht wirklich für das Präsidentschaftsamt antreten wird. Jetzt ist es tatsächlich passiert. Wie überrascht warst du denn am Sonntag, als diese Nachricht reingekommen ist? Am Sonntag war ich sehr überrascht. Ich hatte an und für sich erwartet, dass er wahrscheinlich noch ein paar Tage warten würde, also im Speziellen auf den Besuch vom israelischen Premier Netanyahu in Washington. Aber ich habe ehrlich gesagt schon, ich habe sehr damit gerechnet, dass er zurücktritt, und zwar im Lauf dieser Woche. Das hat sich einfach angekündigt. Mhm. Jetzt hast du ja schon gesagt, das hat sich schon ein bisschen angekündigt, das haben viele schon vermutet. Es war dann trotzdem überraschend, dass dann die Meldung am Sonntag gekommen ist. Wie ist denn das abgelaufen am Sonntag? Also ab wann war es dann tatsächlich klar und ja, wie ist dieser sehr historische Sonntag denn vonstatten gegangen? Na, es war insofern doch überraschend, weil also am Freitag noch hat eine seiner Pressesprecherinnen mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, natürlich, he's in, also Präsident Biden ist im Rennen und er wird dort auch bleiben. So, und dann kam das Wochenende und angeblich, das kann man natürlich alles nur nachlesen, also das hat die New York Times im Speziellen nachrekonstruiert, es ist so, dass offensichtlich am Samstagnachmittag Ortszeit hat Präsident Biden zwei seiner engsten Berater und den Redenschreiber zu sich gebeten. Und da ging es ihm offensichtlich schon darum, seinen Rücktritt vorzubereiten. Das blieb aber alles geheim. Und dann ist angeblich erst am Sonntagvormittag, also recht früh, seine Vizepräsidentin informiert worden und ungefähr 2 Minuten vor seinem aktuellen Rücktritt seine meisten Mitarbeiter. Mhm. Und dann ging ein Tweet raus, also ein Brief, den Präsident Biden verfasst hat. Und darin steht eben drin, er zieht sich zurück. Das war bei uns die Uhrzeit 20 Uhr und Washingtoner Zeit ist es dann 14 Uhr. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, das war ja dann doch sehr kurzfristig, dass es so vonstatten gegangen ist. Also wenn es am Freitag noch geheißen hat, he is in, also er wird das auf jeden Fall machen und dann am Sonntag doch plötzlich der Rücktritt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, was ist denn da passiert? Ist es wirklich nur daran gelegen, dass einfach der Druck innerhalb der Partei jetzt so groß geworden ist, dass er dann sagen musste, okay, ich ziehe jetzt die Konsequenz nicht, trete wirklich zurück? Oder was waren denn da jetzt tatsächlich die Gründe für seinen Rücktritt? Ich nehme an, das ist wie eine Lawine. Es fängt einmal an mit einem Stein und dann gewinnt das eine gewisse Dynamik und dann wird das so riesengroß und der Druck so gewaltig, dass er reagieren musste. Ich habe nur in der vergangenen Woche, also ich war in New York in der Vorwoche, und ich habe eigentlich fast jeden Tag ein Interview gesehen von Präsident Biden bei irgendwelchen Sendern. Und da hat er immer wieder versucht, sozusagen seine alte Agilität darzustellen, seine Werbe, seinen Elan. Und das ist jedes Mal schiefgegangen. Es klang immer grausam und es war immer irgendwie, also man hat richtig Mitgefühl und gedacht, es wird nichts mehr. Ja? Es wird nicht mehr besser. Es wird nicht mehr besser. Also es war eigentlich gefühlt jedes Mal schrecklich. Dann kam noch der Parteitag der Republikaner, wo sie den Trump gefeiert haben wie ein Messias. Und dann, ich glaube, das Wichtigste waren zwei Entwicklungen. Das eine waren die Geldgeber, die großen Geldgeber, die gesagt haben, wir stoppen. Und ohne Geld, also bricht die Kampagne zusammen. Und das Zweite waren die diverse Abgeordnete, Senatoren, Abgeordnete im Repräsentantenhaus, die ja auch gewählt werden müssen im November. Und die hatten dann zunehmend Angst, dass sie mit zur Niederlage gerissen werden, wenn Biden verliert. Und das war dann, glaube ich, diese doppelte, dreifache Druck auf Biden. Irgendwann war es dann genug. Irgendwann hat er dann gesagt, okay, jetzt muss ich auch einsehen, dass es nicht mehr geht. Also er hat ja auch selber gesagt, das war die größte Ehre seines Lebens, so zu dienen, dem Land zu dienen. Und er möchte das ja jetzt auch noch fertig machen, beziehungsweise noch im Amt bleiben. Es haben sich ja mittlerweile auch schon hochkarätige Personen in Amerika, auch außerhalb Amerikas, zu seinem Rückzug geäußert. Wie waren denn die Reaktionen vor allem in Amerika, also vor allem in seiner Partei, aber natürlich auch von den Republikanern, allen voran natürlich Donald Trump?
Na, innerhalb der Demokratischen Partei, das waren sehr höflich geäußerte Erleichterung, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, im Grunde, also aufatmen. Ich glaube, im Grunde waren alle froh, dass es jetzt endlich passiert ist, weil es hat wirklich niemand mehr geglaubt, dass Biden Trump schlagen könnte. Und dann gibt es verschiedene Arten von, also die einen haben sich bedankt für die großartige Leistung des Präsidenten und für seine Arbeit fürs Land. Und die anderen haben das Ganze mehr in Richtung Hoffnung jetzt getrimmt. Aber also von der demokratischen Seite alles sehr, sehr positiv. Und natürlich von Seiten des politischen Gegners, na, was soll man erwarten als voller Angriff? Ja? Mhm. Aber ich glaube, dass die Republikaner doch überrascht wurden vom Rückzug. Glaubst du, werden sie auch ein bisschen nervös jetzt? Also ja, absolut. Weil sie haben ihre ganze Kampagne auf Biden, den alten Kerl Biden, abgestellt. Da wurden Videos gedreht, da wurden Millionen ausgegeben, um sozusagen den alten Herrn Biden zu bekämpfen. Das kann man jetzt alles kübeln. Ja, weil es ist ja Trump, der Älteste. Genau, plötzlich ist er der Alte. Ja. Und sie müssen sich jetzt ganz neu aufstellen. Und das freut die gar nicht. Aber das wird halt ein, zwei Tage dauern. Und dann wird, glaube ich, wieder aus allen Rohren geschossen. Noch ist ja Frau Kamala Harris nicht offiziell aufgestellt. Aber man darf warten. Also ich glaube, dass noch diese Woche wird das voll losgehen. Ja. Mhm. Das ist jetzt schon angesprochen. Kamala Harris ist noch nicht offiziell aufgestellt, aber Joe Biden hat bei seinem Rücktritt gleich gesagt, er empfiehlt sie als offizielle Kandidatin für die Demokratinnen und Demokraten. Bleiben wir gleich bei dem Punkt. Wie geht es denn jetzt Schritt für Schritt weiter? Was steht denn da jetzt bevor? Das sind ja alles sehr neue Gewässer, die sich die Partei davor wagt, weil noch nie in der Geschichte ist ein Kandidat so kurz vor der Wahl wieder zurückgetreten. Zurückgetreten nicht, aber es gab eine ähnlich chaotisch schreckliche Situation. Okay. Das war 1968, als der damalige demokratische Präsidentschaftsbewerber Robert Kennedy erschossen wurde. Und dann musste man damals auch beim Parteitag, übrigens auch in Chicago, einen neuen Kandidaten küren. Jetzt wird das Ganze hoffentlich ohne Gewalt ablaufen. Aber es ist so, spätestens am Parteitag müssten die Parteidelegierten ihren neuen Kandidaten oder Kandidatin wählen. 4.000 Stimmen sind das knapp und ein bisschen mehr als die Hälfte müsste natürlich erreicht werden. Jetzt ist so, also Präsident Biden sagt, bitte, liebe Delegierte, nehmt meine Stimmen und stimmt für Kamala Harris. Das ist aber nicht verpflichtend, also das ist nicht Gesetz. Aber man kann davon ausgehen, dass sich natürlich die Mehrheit der Delegierten daran halten werden. Und so wie es jetzt aussieht, gibt es vorerst, aber es ist noch sehr früh im Prozess, der Parteitag ist Mitte August. Bis dorthin könnte sich noch der eine oder andere Gegenkandidat aufstellen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht wirklich daran, weil also all diese großen Namen, die inzwischen gefallen sind, wie die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, oder der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, die haben alle schon zurückgezogen. Und das ist auch kein Wunder, weil die beide eigentlich, das wären die großen Kandidaten für die Wahl 2028. Und die wollen alle nicht jetzt verheizt werden, weil die Gefahr, die Wahl zu verlieren, ist ja doch relativ groß. Und da, glaube ich, aus deren Sicht ist es immer noch vernünftiger, Kamala Harris ins Rennen zu schicken, die sowieso von Haus aus die größere Favoritin ist. Das heißt, derzeit schaut es so aus, als würde beim Parteitag eher nur Kamala Harris als Kandidatin gewählt werden können. Es gibt aber auch die Teile der Partei, die sagen, wir wollen eine Shortlist haben, wir wollen eine Auswahl haben. Das heißt, es ist noch nicht ganz sicher, es wird sich also noch zeigen, was da dann rauskommt. Das wird sich weisen. Ich nehme auch fast an, dass es ein paar Namen geben wird, aber das sind ganz sicher keine ernsthaften Konkurrentinnen für die Favoritin. Dann bleiben wir gleich mal bei Harris, weil sie eben die Favoritin ist. Wir kennen sie alle jetzt eher als die Vizepräsidentin von Biden. Sie ist ja durchaus als Vizepräsidentin hauptsächlich in seinem Schatten gestanden, heißt es immer. Also er hat ja da nicht so viel Raum zum Glänzen gelassen, hat ja da nicht sehr oft den Vortritt gelassen. Und in der Vergangenheit war das ja sehr schwierig mit dem Bild, das von Kamala Harris gezeichnet worden ist. Also da gab es ja regelrechtes Harris-Bashing, wird das teilweise genannt. Wer ist Harris denn? Wer ist sie für das amerikanische Volk jetzt und wer war sie auch in der Vergangenheit für sie? Ja, also die Frau Kamala Harris, das ist schon eine sensationelle Politikerfolgsgeschichte, das muss man schon einmal sagen. Ne? Also sie ist ja die erste Frau, People First
People of Color, also die erste schwarze Frau, aber auch mit indischer Abstammung, die so eine Position erreicht hat. Die erste Frau, die Vizepräsidentin der USA ist. Sie war übrigens auch die erste schwarze Bezirksstaatsanwältin von San Francisco, da wurde sie zweimal gewählt und dann wurde sie zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien gewählt, dann zur Senatorin. Also das ist schon ein kometenhafter Aufstieg da innerhalb der Demokratischen Partei. Und sie war auch, muss man sagen, schon relativ tough als Staatsanwältin. Und das ist jetzt etwas, das ihr schon zum Vorteil gereichen könnte. Also zumindest hoffen die Demokraten das, weil ausgerechnet sie, die Staatsanwältin, die also wirklich hart sein kann im Kreuzverhör oder im Grilling, wie das die Amerikaner sagen, dass ausgerechnet sie sich sozusagen gegen den verurteilten Straftäter Donald Trump, sie könnte ihn sich vornehmen. So ist die Hoffnung, ja. Also jedenfalls, sie wollte ja selber Präsidentin werden, 2020, dieser Wahlkampf ist relativ schnell verunglückt, sie hatte auch die Mittel nicht dazu und nicht die Kampagne. Aber Biden hat sie dann als Gegenpol zu sich, schwarze Frau, jünger, erkoren. Und dann ist sie eigentlich 2 Jahre in der Versenkung verschwunden. Mhm. Dann hat man kaum etwas gesehen und gehört von ihr und die wenigen Auftritte waren unglücklich und noch dazu hatte sie dann sich um das Gebiet Migration zu kümmern. Das ist ja ziemlich nach hinten losgegangen, oder? Also da gab es ja einige Interviews, die sie ordentlich jetzt noch vorgehalten werden. Ja, ganz schrecklich peinlich. Sie war schlecht vorbereitet. Sie war nicht eingearbeitet. Aber man muss auch sagen, das Thema Migration ist ja immer ein Minenfeld. Ja. Von den USA bis zu uns, ja. Also da kann man keinen Blumentopf gewinnen und sie hat den auch definitiv nicht gewonnen. Sie hat sich dann auf einen anderen Themenbereich geworfen, nämlich diese Geschichte, die Abtreibungsverbote in den USA. Und das war, da konnte sie andocken. Da hat sie dann sehr erfolgreich Wahl gekämpft und sie hat sich auch sozusagen als die Beschützerin dieser Rechte dargestellt. Das wird ihr auch abgenommen und seitdem steigen auch ihre Umfragewerte. Und sie ist, sie hat dazugelernt. Sie kann auftreten, sie kann auch sehr gut reden, aber man muss sie lassen und man muss ihr auch den Raum geben. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt doch bei den einen oder anderen Wählern punktet. Mhm. Und ich habe das auch so erlebt in der Vorwoche, weil wir mit vielen Wählern gesprochen haben, einfach so auf der Straße, ja. Und ich habe da von einigen demokratischen Wählern gehört, ja, also dieses Mal werde ich nicht abstimmen, weil ich kann Biden nicht wählen. Und dann habe ich gefragt, wenn Kamala Harris die Kandidatin wäre? Und da haben fast alle gesagt, na dann kann ich mir vorstellen, dann wähle ich wieder. Das heißt, es ist gerade so ein bisschen auch dieses Stimmungsbild, wir möchten weder Trump noch Biden ein zweites Mal im Oval Office sehen, aber wenn da jetzt wer, unter Anführungszeichen, neuer kommen würde, dann wäre ich doch bereit, dieser Person meine Stimme zu geben. Ja, und das könnte Harris sein. Das könnte ihr Bonus sein, ja. Sie ist halt trotzdem, sie ist die Alternative, sie ist nicht Biden, was schon mal gut ist, ja. Du hast jetzt gerade schon die Umfragewerte angesprochen, die waren ja bei Harris durchaus schlecht in der Vergangenheit. Haben sich die jetzt mittlerweile schon gebessert? Gibt es ja jetzt schon aussagekräftige Umfragewerte, die zeigen, wie sie da liegen könnte? Wird es in Kopf an Kopf rennen oder wo stehen wir da derzeit? Ja, es gibt, also seit gestern gibt es keine neuen Umfragen, so schnell geht das nicht. Aber es gab Umfragen seit diesem verheerenden TV-Duell Trump gegen Biden. Und da ging es ja mit Biden wirklich bergab. Mhm. Also da wurde dann der Abstand zwischen Donald Trump und Joe Biden wird wirklich größer. Das waren dann 5-6 Prozentpunkte bei diesen nationalen Umfragen. Aber da lag dann Kamala Harris definitiv besser als Joe Biden. Also da war der Abstand zu Trump war gegeben, aber der waren dann nur 2 Prozentpunkte. Nur, das Problem ist immer bei solchen Umfragen mit theoretischen Kandidaten. Das ist dann nochmal was ganz anderes. Ob sich das umsetzen lässt in der Realität, ja. Mhm. Trump hat sich ja, du hast es vorher schon angesprochen, natürlich auch schon dazu geäußert, dass Biden Harris vorschlägt. Und du hast es vorher auch gesagt, natürlich hat er gleich gesagt, dass sie nicht geeignet dafür ist. Er hat sogar gesagt, sie sei jetzt noch leichter zu schlagen, als Biden es gewesen wäre. Was meinst du, hat Harris das Zeug, dass sie da wirklich gegen Trump ins Rennen steigen kann und ihm tatsächlich eine ebenbürtige Gegnerin ist?
Naja, ihre Chance liegt, muss ich sagen, bei den unentschlossenen Wählern. Ja? Also die Demokraten wählen sowieso demokratisch und die Republikaner wählen ihren Trump. Ja? Aber dieser Teil in der Mitte, und der ist ja nicht so klein, den muss sie erreichen. Und wenn sie es schafft, eben Hoffnung zu verbreiten oder die Idee, okay, ich kann jetzt diesen Elan einbringen, den Biden nicht einbringen konnte, da gibt es schon Chancen. Und wie gesagt, sie hat auch Vorteile. Sie ist jetzt die Junge, sie ist jetzt dynamische, sie ist auch die erste Frau, die theoretisch, naja, nach Hillary Clinton, aber sagen wir so, die Chancen haben könnte zu gewinnen. Und sie nimmt die Wählerinnen mit in dieser Abtreibungsfrage, auch republikanische Wählerinnen. Und wie gesagt, sie ist Staatsanwältin, sie ist nicht einzuschüchtern. Also sie den rhetorischen Kampf gegen Trump, den kann sie schon aufnehmen, den steht sie durch. Mhm. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, die gesamte Kampagne, die bisher für Biden da war, muss jetzt auf sie übergehen. Und hoffen wir, dass die Ideen und die Kreativität aufbringen, sie gut zu positionieren. Weil du den Wahlkampf angesprochen hast, es ist ja so, dass für Biden schon ordentlich gespendet worden ist. Das heißt, er hat schon einen ganz guten Topf an Geld gehabt, das er für den Wahlkampf verwenden kann. Kann Kamala Harris einfach auf das Geld zugreifen und das für ihren Wahlkampf verwenden? Oder wie kann das hier weitergehen? Ja, das bisher gespendete Geld, daraufhin kann sie zugreifen, weil das ist ja aus diesem Topf Biden-Harris. Ja? Mhm. Da ist sie ja dabei. Das heißt, das ist auch ein Vorteil, wenn sie für die Demokraten ins Rennen geht. Weil alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten, die ja eben so ein bisschen genannt worden sind, du hast es vorher schon angesprochen, Gavin Newsom und Co., die hätten auf dieses Geld nicht zugreifen können. Naja, also nicht direkt, aber man hätte sicher Wege gefunden, das über Umwege umzuleiten. Ja. Dieses Geld ist ganz sicher nicht verloren. Aber so ist es leichter, einfacher. Okay, das heißt, das macht auch für Sie diesen doch sehr kurzen Wahlkampf, den sie jetzt vor sich hat, ein bisschen einfacher, wenn sie da diese Möglichkeiten hat. Naja, kurzer Wahlkampf für amerikanische Verhältnisse. Ja, natürlich. Ja? Wenn man bedenkt, das sind mehr als 100 Tage noch. Ja? Also in Österreich wäre das ein unerträglich langer Wahlkampf. Aber für die USA ist es fast eine vorgezogene Wahl. Ja? Ingrid, dann abschließend vielleicht noch kurz. Du hast gerade gesagt, es ist trotzdem noch ein langer Wahlkampf. Und wie wir wissen, ist das oft ein sehr harter Wahlkampf in Amerika. Der hat ja durchaus auch schon jetzt seine schmutzigen Seiten gezeigt. Was wird denn da vielleicht auf Harris zukommen? Wie werden sie die Republikaner darstellen? Beziehungsweise was ist jetzt schon so der Spruch, den sie über Harris sagen? Mhm. Ja, also Frau Kamala Harris kann man nur eine wirklich dicke Haut wünschen, weil da kommt jetzt sicher einiges auf sie zu. Das Erste, was man von ihr hört, ist natürlich, ja, sie sagen, die Republikaner sind natürlich unfähig und sie ist leicht zu schlagen. Und ja, was habe ich auch schon gehört, sie sei eine radikale Linke. Mhm. Das ist wirklich absurd. Also Frau Harris ist ganz sicher keine radikale Linke. Sie ist eher auf der moderat bis sogar konservativeren Seite der Demokratischen Partei zu suchen. Als Staatsanwältin war sie teilweise sehr hart in ihren Urteilen oder nicht Urteilen, in ihren Forderungen. Und das wurde ihr auch in der eigenen schwarzen Community auch wirklich übel genommen, dass viele ihre Strafforderungen so hart waren. Ja. Aber das heißt, wenn die Republikaner sicher noch mit dem ein oder anderen auftauchen, was sie über sie verbreiten werden, also da muss sie auf jeden Fall vieles aushalten. Aber mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Du hast ja schon gesagt, das wird sich jetzt erst zeigen. Das Ganze ist ja alles noch sehr frisch. Ihr behaltet das Ganze für uns im Auge und haltet uns natürlich im Laufenden. Ich sage an der Stelle vielen Dank, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast. Ja, danke, liebe Caro. Es wird auf alle Fälle noch spannend die nächsten Wochen und Monate.